Hallo. Vorletzter Tag in Kuba. Jetzt sind wir mal in der Altstadt von Havanna, wo wir schon insgesamt über 2 Wochen in Havanna waren. Also wir waren jetzt schon an ganz tollen Plätzen, wo es restauriert ist. Hier gehen wir weiter durch die Altstadt. Das Coole ist, die Altstadt ist vollkommen verkehrsberuhigt. Also hier fahren eigentlich keine Autos. Ich meine, abgesehen davon haben die Kubaner sowieso wenig Autos. Selbst in der Hauptverkehrszeit ist nicht so viel Verkehr wie bei uns normal täglich. Aber hier dürfen auch nur ein paar besondere Autos rein. Ansonsten ist hier verkehrsberuhigter Bereich. Das ist natürlich geil. Das ist die ganze Altstadt hier vom. Wir haben gerade gesehen, wie so ein Kreuzfahrtschiff abgelegt hat. Von den Kreuzfahrtschiffsanlegern da bis hier reinwärts zu Kapitol ist wohl alles rein. Es ist kein verkehrsberuhigt, also keine Straßen. Und das ist der Witz hier. Die haben hier überall als Straßensperren oder sowas, haben die alte Kanonen eingebuddelt. Also wir haben schon ganz viele gesehen und die haben sie garantiert nicht nachgegossen. Die haben wahrscheinlich so viel rumliegen von den alten Kanonen. So, hier haben wir natürlich schon mal Balken, die nicht mehr so ganz so toll restauriert sind. Umso weiter man wegkommt von diesem Schiffsanleger, umso authentischer wird das Ganze. Aber da ist dann doch mal, hier geht der Verkehr los. Aber wie gesagt, wir waren ja auch direkt an der Touristenzone, wo der Schiffsanleger ist, wo es losgeht. Hier gibt es schon ein bisschen mehr Kuba. Ach, die schön ist. Bodenschau anscheinend. Ah. Naja. Die üben für eine Modenschau. Die üben für eine Modenschau. Also mal ein kleiner Chinese. Also ein chinesisches Auto. Mal in die Hinterhöfe schauen. Und da ist auch mal was Moderneres da vorne. Mein Kind hat schon wieder Durst. Deswegen müssen wir erstmal was zu trinken geben. Hast du es gefunden? Ja, hat es gefunden. Also hier, bis jetzt sieht es immer noch besser aus als Palermo. Aber wir haben schon Ecken gesehen, das ist ganz krass, dass da Menschen noch wohnen, ja. Aber da sieht es nicht nur außen so aus, sondern innen auch. Ne, DZ auch mit einem anderen Motor. Haben sie irgendeinen Motor von irgendeiner Kiste da reingebracht. Easy Taxi, das sind die zum Trampeln. Abgasfrei. Ansonsten gibt es ja auch viele Elektromopeds in Havanna oder in Kuba überhaupt, was ich eigentlich sehr begrüße. Ja. Und Musik ist auch immer und überall. Irgendjemand hat immer ein Ghetto Blaster dabei und hämmert hier rum oder ein Handy mit einem Lautsprecher.